Sebastian Höflich. Das war 60 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe. So würde ich das mal sehen. Vorsfelde war euch nicht wirklich voraus. Nee, voraus waren uns nicht, aber wir haben 60 Minuten komplett am Limit gespielt. Das Problem ist, dass das Spiel praktisch auf 3 oder 4 Schultern getragen wird, über 60 Minuten, Angriff und Abwehr. Und das ist irgendwann dann, irgendwann lässt die Kraft halt ab. Du kannst nicht 60 Minuten voll Powerplay spielen, das läuft nicht. Und dann wird das Spiel halt durch so kleine Sachen, so kleine Fehler entschieden, wie zum Beispiel den 7-Meter-Verbot. Ja, wenn du so lange auf Augenhöhe spielst, wir waren 2 weg, hätten eigentlich da die Sache schon dingfest machen können. Das waren die beiden Tempo-Gegenschüsse, genau. Die drin sein müssen. Ganz wir werfen 2 Tempo-Gegenschüsse und kriegen wieder im Gegenzug 2 einfache Tore. Wir müssen es dann wieder reinkämpfen. Aber zumindest jetzt mal die ganzen Fehler von den jungen Spielern hin oder her. Aber es hat, ihr habt doch heute die ganze Mannschaft gekämpft. Ja, so, wir haben das jedenfalls gesehen. Also so beim letzten Mal war es ja noch nicht so, dass sie alle mitgezogen haben, aber diesmal haben sie mitgezogen. Ja, es fehlt immer noch so ein kleines I-Pünktchen. Wir müssen noch ein bisschen mehr brennen, auch die jungen Spieler gerade. Aber es war heute deutlich besser als die letzten Wochen. Wir haben viel mehr Aktionen über Außen jetzt zum Beispiel, die im Vorfeld überhaupt nicht stattgefunden haben. Und die beiden Torhüter waren wieder sehr stark. Niklas am Anfang ganz stark und Christopher zweite Halbzeit ganz stark reingekommen. Ja, es war im Grunde ein gutes Spiel und hätten uns eigentlich verdient mit einem Punkt zumindest irgendwie belohnen müssen heute. Ja, also ja, eigentlich hättet ihr gewinnen müssen. Das, aber ein Punkt wäre schon verdient. Alles klar. Schauen wir mal, wie es nächste Woche wird. Da gibt es 2 Minuten.